Zum Abschluss bin ich nochmal gefragt worden, warum soll man sich diese ganzen drei Kapitel überhaupt anhören? Das hatte ich ja auch schon mal beim Galaterbrief gesagt, das will ich nicht wiederholen. Es gilt auch das, was ich über den Galaterbrief gesagt habe. Den Text ernst nehmen, mit Sprache umgehen lernen, die Person des Paulus entdecken hinter den Texten, nicht einfach nur am Text kleben, sondern gucken, also in welchem Geist ist es geschrieben. Was ich an diesen drei Kapiteln des ersten Korintherbriefs besonders gerne mag, das ist, es gibt uns irgendwie doch einen Einblick darin, wie in der Urgemeinde, wir befinden uns ja in den 50er Jahren, also wirklich ganz nah am Ursprung historisch, in den paulinischen Gemeinden Gottesdienst gefeiert wurde. Das ist irgendwie bewegend. Ganz anders als wir heute. Aber je mehr wir uns da hineinversetzen, umso mehr Anregungen ergeben sich für heute aus unserem Gottesdienst. Und umso mehr können wir auch merken, dass Gottesdienst sich ganz grundlegend verändern darf in der Historie und trotzdem eine Einheit über 2000 Jahre hinweg besteht. Unsere Gottesdienste sind ja völlig anders, wenn wir hingehen. Aber man kann ja vielleicht, nehmen wir mal eine Anregung, die man so mitnehmen kann. Zum Beispiel einen Freund in den Gottesdienst mitnehmen. Guck's dir mal an. Das haben wir damals offensichtlich früh gemacht. Ich möchte mal eine Kontinuität nennen von damals zu heute, nämlich, dass bis heute es ganz wichtig ist, die Liturgie zu verstehen als einen Ort, an dem wir Christus, dem auferstandenen Herrn und seinem Geist heute begegnen. Und nicht nur einfach ein historisches Ritual sozusagen nachfeiern und dann immer ab und zu mal so ein bisschen verändern, weil es irgendwie nicht passt. Was ich auch sehr faszinierend finde, das ist, dass Paulus hier mit Menschen zu tun hat, die ganz neue Christen geworden sind und aus einer eigenen religiösen Kultur stammen, nämlich der griechischen Kultur. Und in der es doch so etwas wie Trance-Erfahrung, Enthusiasmus, Begeisterung eben zum Gottesdienst gehörte. Und das bedeutet, Gottesdienst findet auch immer in kulturellen Kontexten statt. Das gilt dann auch auf eine andere Weise über die Geschlechterfrage, die sich hier andeutet. Da wird dann auch deutlich, dass Gemeinde sich ja nicht nur in Gottesdienst besteht, sondern auch in Versammlungen, wo man sie entscheidet, in Hauskreisen, dass es da unterschiedliche Rollen gibt. Und also ein ganzes Geflecht von Versammlungstypen und Strukturen da ist und man das nicht einfach immer so monolithisch vorstellen darf. Das finde ich auch ganz anregend. Ja, und dann gibt es das andere ganz große Thema, wie ich finde, nämlich dieses Thema des 13. Kapitels, warum die Liebe die größte aller Gaben ist. Das finde ich einfach ganz genial. Vor allem hat mich immer wieder fasziniert, es loszulösen von der Vorstellung, dass alles geschieht erst nach dem Tod. Sondern schon vor dem Tod begegnen wir in der Liebe dem Vollkommenen. Und ganz besonders liebe ich auch dieses Bild, dass wir, wenn das Kindliche in diesem Falle das Negative ist, nämlich dieses dauernd irgendwie, also diese narzisstische Versuchung, könnte ich auch sagen. Das Kind ist vom Wesen her narzisstisch, ist auch gut, muss es sein. Das Kind steht im Mittelpunkt und weiß sich im Mittelpunkt, aber erwachsen werden bedeutet zu wissen, dass auch andere mal in den Mittelpunkt dürfen, andere sein lassen. Und die Liebe besteht dann darin, dass ich nicht mehr nur mich im anderen widerspiegele, sondern den Spiegel beiseite lasse und dann den anderen im anderen entdecke. Und dann sind wir befreit von diesen narzisstischen Engführungen, die wir alle in unserer Kommunikation auch irgendwie haben. Irgendwie sind wir alle auch noch kindlich im Sinne von 1 Korinther 13. Also das sind so alles Dinge, die mich sehr, sehr faszinieren und die uns dazu führen, dass wir auch das Thema Frömmigkeit, Gebet, Gottesdienst heute, wie wir nochmal neu angeregt in den Blick nehmen können. Und deswegen kann ich nur empfehlen, sich intensiv mit Kapitel 12 bis 14 aus dem 1. Korintherbrief zu befassen. Und das nächste müsste dann doch schon sein, Kapitel 10 und 11. Da geht es dann um die Eucharistie. Danke sehr.